Wir reagieren auf Throne and Liberty. Da gibt es nämlich am 26. den Release, beziehungsweise mit Early Access schon am 21. Das ist ja schon in ein paar Tagen. Und das soll so New World-mäßig MMO-RPG ziemlich heftig sein. Das Geile ist, das Ganze ist Free-to-Play ab dem 26. September. Mit Early Access kostet es 40 €, würde ich aber niemanden oder den wenigsten empfehlen. Außer die haben unendlich viel Geld, dann würde ich es machen. Aber Early Access ab dem 26. September, da bin ich sehr gespannt. Ich habe noch nichts dazu gesehen. Deswegen gehen wir jetzt hier auf jeden Fall mal rein in den Trailer. Grüße nochmal raus an Yakuza, der mir den Trailer zugeschickt hat. Sag bitte Bescheid, wenn der Ton zu laut oder zu leise ist oder so. Die Grafik sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Sind aber natürlich auch nur Cutscenes. Ich hoffe, man sieht auch ein bisschen Gameplay. Sieht voll aus wie New World auf jeden Fall. Digga, wie ist die Grafik so schlecht? Bislang sieht man noch nicht so viel. Ich würde gern was vom Gameplay sehen, Mann. So Cutscenes jucken mich irgendwie immer gar nicht. Ah, okay, jetzt. Ah, oder auch nicht. Aha. Da war eine Kiste. Das Charakter. Oh mein Gott. Also, ich weiß, YouTube mag das immer nicht so, wenn ich Pause drücke, aber das Charakteraussehen sieht so viel besser aus als das, was wir in New World haben. Ich weiß nicht, wer das New World-Video gesehen hat, aber das sieht richtig schön aus. Gefällt mir. Auch die Welt ist richtig schön gemacht. Moin, ich habe die Beta gespielt, es war nicht so mein Fall. Ich habe schon von mehreren gehört, dass sie nicht so, ja, begeistert waren von der Beta. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Gameplay sehen. Also vom Look her sieht es mega aus. Also auch das Movement sah jetzt erstmal ganz gut aus. Okay, das sieht cool aus. Ah, ich darf nicht so viel Pause machen. Aber sehen wir hier, wir sehen hier Leben, irgendeine Mana-Leiste und den Charakter Level 45. Und das ist cool auf jeden Fall zur Fortbewegung. Ach ja, auch noch wichtig, ich weiß, ihr mögt das nicht mit Pause. Kommt für Konsole raus, für beide, für Xbox und für PlayStation und für PC. Also wird dann, denke ich, auch mal Crossplay, Cross-Save und so haben. Also echt cool. Ich hoffe, das Spiel geht auch auf dem Steam Deck. Sieht doch cool aus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Es sieht ein bisschen behäbig aus, so ein bisschen Monster Hunter-mäßig. Du kannst mit dem Adler rumfliegen und mit so. Oh, das ist cool. Was ist das für ein Acker-Match, Alter? Das ist mal ein Acker-Match. Das sind da 20 Leute, die auf einen Boss einprügeln. Das ist geil. Ich habe eben aus dem Chat schon gehört, beziehungsweise gelesen, es gibt PvE und PvP. Pay to Progress, aber man kann auch alles Free to Play erspielen. Das finde ich richtig cool. Also seht ihr das, wie viele Leute hier rumgeistern? Das heißt, es ist ein heftiges MMO. Bisschen wenig Gameplay. Ja, ich würde mir auch ein bisschen mehr Gameplay wünschen. PS4 oder nur PS5? Ich glaube nur PS5. Aber es ist übelst MMO. Guckt euch mal an. Habt ihr das gesehen, wie viele da drauf ballern? Das ist geil. Alter, wie viele Leute da sind. Da sehe ich mich auch. Von hinten schön mit Magier draufballern. 300.000 Leben, okay. Man kann auch so ein Ding spielen. Irgendwie gegen so eine Festung. Ist leider irgendwie echt schlechte Qualität, obwohl ich 1080p eingestellt habe. Aber das sah erstmal vom Look her richtig cool aus. Und es ist einfach free to play, ne? Es ist wieder das gleiche Ding. Ey, man kann einfach reingucken, kostet euch nichts. Das finde ich schon sehr cool. Am 26. kommt es offiziell raus.
Und man kann so ein Ding hier spielen, das ist auch crazy. Es sieht irgendwie sehr pay-to-win aus. Welcher 26.? 26. September. In 10 Tagen. Ist das Throne of Liberty? Ja, das ist Throne of Liberty. Und ich muss sagen, das sieht nicht so schlecht aus. Und vor allen Dingen, weil es einfach free-to-play ist, finde ich es ja grundsätzlich schon mal ziemlich geil. Ich bin großer Fan von diesen ganzen Free-to-Play-Sachen. Wird bestimmt auch wieder Seasons geben und Clans und MMO. Ey, stellt euch vor, jetzt mal ganz kurz, stellt euch vor, wir sind, weiß ich nicht, 100 Leute im Stream und alle können das Game runterladen und alle können zusammen auf einem Server, wir alle zusammen auf einen Boss eindreschen. Ohne dass ihr Geld bezahlen müsst oder so. Ihr ladet euch einfach das Game runter auf PC, auf Xbox, auf PlayStation, kommt mit in meine Gruppe, auf meinen Server und wir können alle zusammen irgendeinen Boss wegklatschen. Das ist doch mega geil. Also stelle ich mir zumindest mega geil vor. Also es scheint irgendwie Magier zu geben, Nahkämpfer und Jäger. So die Standardsachen. Ich habe ja gerade New World gespielt. Wenn es so ähnlich ist wie New World und ein paar Dinge besser gemacht werden, dann müsste es eigentlich ziemlich geil sein. Aber diesen riesen Kreaturen finde ich sehr, sehr cool. Ich habe es schon vorbestellt. Ja, wenn man es vorbestellt, dann kann man 5 Tage vorher rein. Das ist natürlich krass. Es sieht auf jeden Fall sehr episch aus. Mit den Riesenviechern und du stehst drumherum. Ich bin sehr aufs Grind, auf den Grind-Faktor gespannt. Looten, leveln, erforschen, Open World. Aber es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, finde ich. Alter, wenn du mit so einem Ding rumlaufen kannst, das wäre übel nice. Das sind 3 Stück, seht ihr das? Oben war sogar noch einer, 4. Sieht sehr episch aus. Klasse, direkt wird auch über Waffen geregelt. Also nicht wie New World, aber mehr Skills und so weiter, okay. Ich bin der Black Desert Liebhaber und das war wieder was richtig groß für mich. Ja, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall ins Free-to-Play gucken. Ob ich Early Access mache, 40 Euro. Du hast keine Disc, also du zahlst wirklich 40 Euro für Early Access und ein paar Klamotten. Finde ich ein bisschen krass. Muss ich sagen. Das muss jeder für sich selber wissen. Also, 26. September beziehungsweise Early Access 21. September finde ich sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall reingucken. Wenn das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.